Hallo Leute und herzlich willkommen zu Gotik, der Ernter. Unter Gotiks Leitung gelingt es sogar den schwächsten Todesrittern, Tote zum Leben zu erwecken. Was stand eigentlich hier? Wer könnte die Todesritter, die in Naxxramas zum Leben erweckt werden, besser ausbilden als Razuvius? Ja, aber jetzt geht es um Gotik. Zieht eine Karte. Okay. Da wäre eigentlich so ein Deck, was darauf aufbaut, den anderen Gegner zu viele Karten ziehen zu lassen, dass er die Karten verbrennt, recht vorteilhaft. Wollen wir einen Priester oder Wildtier? Ich glaube, wir nehmen mal wieder das Wildtier. Sorge für düstere Stimmung. Ha, er hat den Ernter gesagt und nicht der Ernter. Ja, ich glaube, ich lasse es so. Sieht ja schon mal interessant aus. Jetzt wissen wir auch, was dieser Stein zu bedeuten hat. Ich finde es cool, dass die Arena in dem letzten Kampf so mit einbezogen wurde. Interessante Karte. Ruft einen Spektrallehrling für eure Gegner herbei. Wie sieht ein Spektrallehrling aus? Also, was ist das für eine Karte? Wird gar nicht erwähnt. Ruft einen spektralen Krieger. Oh, das war jetzt vielleicht vorteilhaft. Oh. Das sind keine guten Karten. Das sind ganz und gar nicht gute Karten. Was ist das hier? Ich will in dieser Runde nur herausfinden, was das alles für Karten sind. Ja, die fügen mir alle ein. Das ist jetzt arschig. Ah, okay. Das ist jetzt sehr arschig. Auf diese Weise würden wir uns vielleicht noch einen Vorteil daraus ziehen. Den töten wir. Und den versuchen wir auch so weit, wie es geht, runterzukriegen. Aber scheiße, der ruft ja auch nochmal jemanden. Ja, danke. Aber okay, das ist... Das ist jetzt wirklich sehr, sehr... cool und auch scheiße zugleich. Komm schon bitte den Ansturm. Ah, Lower Tap. Nicht wirklich das, was ich wollte. Also ich glaube, hier müsste man darauf abzielen, den Gegner so schnell wie möglich zu töten. Weil man tickt, sozusagen dauerhaft. So, tick-tack, 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 ich sterbe gleich. Ja, im Endeffekt wird's... Na, ich hätte ihn vielleicht doch töten sollen. So im Nachhinein gedacht. Okay, wenn ich den jetzt töte... Er sollte ja zuerst das Leben bekommen, bevor er stirbt. Also bevor er Schaden bekommt, meines Wissens nach. Also wenn ich den jetzt töte, bekommt der zuerst das Leben. Und dann erst wird der Schaden ausgeteilt. Perfekt. So, genau so wollte ich es. Das ist jetzt eher weniger gut. Aber wir haben in den... Nee, doch, wir haben in der nächsten... Wir haben gewonnen, glaube ich. Hoffe ich. So, jetzt tötet der hier den. Jetzt werden die vernichtet. Ja, wir haben gewonnen. Okay. Aber interessanter Kampf. Wir haben schneller gewonnen als beim anderen, aber der Kampf war sehr interessant.
Okay, cool. Kann nicht als Ziel von Zaun. Ja, okay. Die Karte kann sehr praktisch werden. Joa. Okay, das wird interessant, die nächste Runde. Wiedersehen, Leute, euer Sandoran.